Präsident. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, das mit dem Erfolg werden wir bitter zu erleben haben. Zum neuen Aufbruch für Europa, dem Leitmotiv der GroKo. Die deutsche Politik der vergangenen 25 Jahre hat sich auf das Abenteuer eingelassen, die eigene Währung nicht auf das Fundament der eigenen Volkswirtschaft zu stellen, sondern auf die sehr unterschiedlichen Bodenbeschaffenheiten der derzeit 19 Volkswirtschaften. Zu deren gehören Schwellenlandökonomien und Volkswirtschaften der ersten Liga der Weltwirtschaft. Ein solcher Vorgang, meine Damen und Herren, ist weltweit und weltwirtschaftsgeschichtlich vorbildlos. Die gescheiterte lateinische Münzunion im 19. Jahrhundert einmal außen vor gelassen. Eine Wirtschafts- und Währungstheorie lag diesem Vorgang nie zugrunde, sondern ein ausschließlich politisches Kalkül. Der französische Präsident Mitterrand, der Macron der 90er Jahre, hatte die Chance gesehen, sich der Aufhebung seines Einspruchs gegen die deutsche Wiedervereinigung politisch bezahlen zu lassen. Er hatte öffentlich erklärt, er liebe Deutschland und deshalb sei er für zwei statt nur für ein Deutschland. Die D-Mark sei eine Atombombe der Deutschen. So hat er Helmut Kohl zur Abschaffung der D-Mark gezwungen, meine Damen und Herren, eine reine machtpolitische Auseinandersetzung. In Wahrheit ging es nicht nur um Währung, wie man damals wissen konnte und heute weiß. Es ging um den Plan, auf lange Sicht den Zugriff zu bekommen auf die wirtschaftliche Leistung des Nachbarn. Ein Berater von Mitterrand, Monsieur Attali, formulierte öffentlich, Le Boche paiera tous. Die Deutschen, in pejorativer Ausdrucksweise, die er pflegte, werden alles bezahlen. In diesem Hintergrund ist die jüngste Plan von Monsieur Macron einzuordnen, Monsieur le Président, mit welchem er einen EU-Finanzminister will, einen gemeinschaftlichen EU-Haushalt, EU-Steuern, eine EU-Bankenrettung, eine EU-Arbeitsverwaltung, kurzum eine Neugründung der EU, wie er es formuliert. 7 nordeuropäische Länder haben schon ihre berechtigte Skepsis öffentlich zum Ausdruck gebracht, während Deutschland diesen Vorgang beschweigt und in Ehrfurcht erstarrt. Politische Naivität, meine Damen und Herren, versus Interessenspolitik. Frankreich hat soeben Deutschland mit der absoluten Höhe seiner Staatsschulden überholt. 2,147 Billionen bei einem BIP, das 1 Billion kleiner ist als das deutsche. Es hat derzeit Frankreich eine Staatsschuldenquote von fast exakt 100% des BIP. Nach europäischem Recht sind erlaubt 60. Die drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone, Italien, übertrifft mit ihren Staatsschulden bereits in absoluter Höhe die größere französische Volkswirtschaft. Es geht dabei um 2,4 Billionen Euro und das bedeutet einen relativen Schuldenstand von 130% gegenüber dem eigenen BIP. 60% dürfte es betragen, Verstoß gegen europäisches Recht. Von Griechenland mit einer Verschuldensquote von 190% des BIP soll erst gar nicht die Rede sein. Dies alles sind nicht nur Zahlen in Büchern, sondern Lebensrealität. Und sie finden ihren markanten Niederschlag im wirklichen sozialen Leben. Etwa an der Jugendarbeitslosigkeit. Sie beträgt in Frankreich über 20%, in Italien deutlich über 30%, in Spanien fast 40% und in Griechenland deutlich über 40%. Meine Damen und Herren, das ist europäische Realität. Und vor 10 Jahren hatte die EU noch 25% am Weltinlandprodukt und heute hat sie noch 17 und in 5 Jahren wird sie noch 10 haben. Und das ist das Erfolgsmodell EU. Meine Damen und Herren, das ist das Erfolgsmodell. Man muss schon die Wirklichkeit mit großer Leidenschaft verweigern, wenn man das alles nicht sieht. Die EZB ist zur Bad Bank mutiert. Sie hält über 2 Billionen Staatsschulden von eben diesen Ländern, die auf dem Weltmarkt nicht verkäuflich sind, meine Damen und Herren. Deutschland sitzt auf 1 Billion Targetforderungen, deren Beitreibung ungeklärt ist. Die Nullzinspolitik ist eine Enteignung, die die EZB betreibt, und sie kostet die deutschen Sparer pro Jahr 25 Milliarden. Alle die, die ein nachhaltiges Leben führen wollen, werden durch diese EZB in die Irre geführt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Eurozone hat die Schuldenkrise hervorgebracht, vorhersehbar. Und sie wird die nächste ebenfalls hervorbringen.
Wenn man eine wissenschaftliche Bewertung des Euro-Projekts durchführen ließe, durch ein hochkarätiges wissenschaftliches Institut käme ein vernichtendes Urteil heraus. Der Euro war eine politische, keine ökonomische Idee, wenngleich das unablässig mit Emphase von Euromanen und Eurokraten beschworen wird. Der ehemalige Bundesfinanzminister erklärte am 21.08.2011 auf die Frage, warum man bei der Euro-Einführung eine vergemeinschaftete Finanzpolitik vergessen habe. Zitat: Schon damals war Deutschland für eine politische Union, fand dafür aber keine Mehrheit. Wir haben uns deshalb entschieden, über die Wirtschafts- und Währungsunion hin zur politischen Einheit zu kommen. Wir hatten und haben die Hoffnung, dass der Euro schrittweise die politische Union herbeiführen wird. Zitat Ende. Die Hauptursache für das skizzierte Scheitern, meine sehr verehrten Damen und Herren, des Euro kann man in einem Bild zusammenfassen. Wenn man mehrere Kranke und einige Gesunde in ein Bett legt, dann ist es wahrscheinlicher, dass alle krank werden, als umgekehrt. Ein Erfahrungssatz, der besagen würde, dass die Gesunden die Kranken anstecken, ist infektiologisch eher unbekannt. Und dass insbesondere ein gesunder Riese dem Bett entsteigt, eine Suggestion, die derzeit täglich mit neuen Zentralisierungsideen vermittelt werden soll, ist eine völlig abwegige Vorstellung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist eine Wahnidee. Europa hat die Migration versemmelt, Europa hat die Finanzen versemmelt, Europa versemmelt die innere Sicherheit. Das kommt alles in diesem Hause nicht vor. Politik, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist die Kunst des Umgangs mit der Wirklichkeit. Wer den neuen Menschen will, ich bin sofort zum Ende, wer den Kontinentalstaat oder den Weltstaat will, hat vielleicht Thomas Morus, vielleicht auch Immanuel Kant und Karl Marx gelesen, nicht jedoch George Orwell. Leute, die das ins Werk setzen, sind gefährlich. Sie beseitigen die Freiheit, die Demokratie und die Menschenrechte. Und zu denen, den Menschenrechten, gehört die Souveränität der Völker. Das sollten Sie alle bedenken. Herzlichen Dank. Jetzt hat das Wort der Kollege Eckhard Rehberg, CDU-CSU.